Hey Freunde und willkommen zurück zu Sekiro Shadows Die Twice. Okay, ich habe jetzt mal die Firecracker ausgerüstet, um zu gucken, ob die irgendeinen Effekt auf den Typen hier haben. Abgesehen davon habe ich dann halt auch nur noch die Axt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die was bringt, weil die ist ja eigentlich nur gegen Schilde. Wenn die was bringen sollte, wäre ich glaube ich auf eine gewisse Art und Weise wütend auf das Spiel, weil ich mir dann denken würde, okay, also dann ist das ja einfach überhaupt nicht logisch zusammengebaut. Die Axt sagt mir eindeutig, es ist gegen Schilde und oder so, oder um Block zu brechen, und dann auf einmal benutze ich das einfach gegen irgendeinen Typen mit dem Speer. Von daher... Patsch, patsch, patsch. Patsch, patsch, patsch. Er nimmt aber auch echt wenig Schaden so generell, ne? Holy shit, Alter. Es ist halt echt super krass. Guck mal, wie wenig Schaden der genommen hat bis jetzt. Dann habe ich auch keine mehr. Ja, das war klar. Da habe ich wieder nicht den Mikiri-Konter gemacht. Alter, das ist aber auch ein... Nein, das war doch ein ganz normaler, perfekter Mikiri. So. Aber die Haltung geht halt auch sofort wieder zurück, ey. Patsch, patsch. Ja, scheiße. Aber ich habe ihn zumindest halb in seiner Haltung runterbekommen. Aber gut, okay. Ich mache jetzt das, was ich schon gesagt habe, nämlich wir gehen jetzt mal ein Stück zurück. Wir müssen den jetzt noch nicht machen. Es würde wahrscheinlich irgendwann funktionieren, aber ich habe hier gerade, also schon bei dem Schwertkämpfer davor, aber der, wie gesagt, der ging ja dann auch. Aber bei dem hier habe ich jetzt gerade irgendwie das Gefühl, ich erzwinge hier etwas, was eigentlich noch nicht sein soll. Glaube ich gerade wirklich. Ich weiß auch nicht warum, aber wir gehen jetzt einfach mal hier wieder zurück. Was auch nicht so klug ist, weil ich weiß gar nicht mehr, wer hier wo stand. Waren hier Gegner? Ja, schauen wir lieber hier mal. Die Erinnerung haben wir schon angeschaut, ja. Genau, hier ging es diese Treppe hoch. Kuro-sama. Kokugen desu ne. Emma-dono. Wakatte imasu. Genichiro-dono ga omachi nano de shou. Tenshu no jōkai ni modorimasu. Ōkami-yo. Ano toki fuite kureta ashi no habue ja. Kotabi wa sonata ga. Oto o tayori ni. Kitto maire. Gut. So, Entschuldigung, ich war gerade etwas ruhig. hier hoch könnten wir. Ich mache erstmal ein bisschen umgucken. Ja, die zwei sehen fast aus, als ob man die belauschen könnte. Alter, wer hat mich denn jetzt entdeckt? Ach, da oben! Alter. Okay, es ist wieder ein neues Gebiet. Wir müssen uns erstmal orientieren. So. Inanoshu!
Alter, what the actual fuck? Was ist denn das hier? Was seid ihr denn für Drecksviecher? Ups. Oh, hallo, eine Ratte. So. Könnte ich ihn hier, aber die kann man nicht belauschen, alles klar. Patsch, patsch. Und tschüss. Wow. Tschüss. Ciao, Hundi. Patsch, patsch, patsch. Komm, mach den weg, bevor der andere angreifen kann. Und den anderen jetzt hierher locken, was sonst werden wir hier abgeschossen. Alter. Komm, greif an. Genau. So. Wo ist jetzt der, der schießt? Was sind das für komische Räucherdinger hier? Du hörst jetzt auf! Ja, ist, denke ich, besser, wenn ich erstmal hier lang gehe, anstatt diesen Speertypen zu erzwingen. Noch mehr Eisenschrott. Das kann man aber auch nicht richtig farmen. Ich weiß nicht, ob es davon vielleicht auch nur eine begrenzte Menge gibt. Ich brauche das ja hier, um meine Prothesen aufzuleveln. Ich muss echt aufpassen. Achso, hier, da bist du wieder. Dich mache ich alle. Boah, Alter. Was sind denn das für Viecher, ey? Holy shit, ey. Was ist denn das für ein Drecksvieh? Bums! Holy shit, ey! Okay, das Spiel macht langsam echt ernst, also... Bam! Das Spiel macht langsam echt ernst, also schon jetzt dieser einsame Schwertkämpfer da, ist, also der war schon richtig krank. Ich gehe jetzt ehrlich gesagt, ich will eigentlich fast wieder an die Bildhauerstatue zurückgehen, weil ich habe keinen Bock jetzt wieder zu sterben. Ich habe keinen Bock auf diese Drachenfäule die ganze Zeit. Sag mal, Sinn... Nee, ich wollte gerade sagen... Diese komischen Rauchsäulen vielleicht ein Hinweis darauf sind, dass da in der Nähe jetzt einer von diesen Ninjas hier ist. Das ist halt echt knifflig. Ja, nee, ich gehe erstmal wieder zurück. Ich will... Diese permanenten Tode, die sind nicht gut. Auf Dauer. Sollte man, finde ich, wenn es geht, vermeiden.
So, jetzt, wo war jetzt wer? Wer hat mich denn... Alter! Du kleines Sackgesicht, jetzt mal ohne Scheiß, ey. Ich muss mal ganz kurz was rauskriegen. Wie komme ich irgendwie hier ran? Komme ich irgendwie auf die Seite? Ich kann mich hier rüberschwingen, so. Aber komme ich irgendwie an den Typen da oben ran, ohne dass ich vorher gesehen werde? Weil ich werde ja sofort gesehen, wenn ich mich dort hochziehe. Also das ist irgendwie... Das ist nicht ratsam. Hier, ne? Hier darf ich mich hochziehen, weil da werde ich sofort gesehen. Da oben sind auch Gegner. Und hier komme ich nicht hoch. Ich kann mich zwar hochziehen, aber ich komme hier nicht ran. Oder irgendwie? Es muss doch irgendwie gehen. Tor ist fest verschlossen. Hä? Kannst doch den Balken da rausdrücken, oder nicht? Darüber komme ich in das Gebiet, wo ich herkomme, oder? Aber es muss doch irgendeinen anderen Weg dahin geben. Ich probiere mal, wie weit komme ich denn hier hoch, bevor die mich da oben entdecken. Hier komme ich hoch. Was? Was? Ja, alles klar, für Ashina. Interessant, wer ist das? Also wahrscheinlich wieder ein General oder so. Hi. Ja, der hat ein ziemlich großes Katana. Der hat halt seine Leute da, ne? Das ist halt noch... Alter. Also es wird echt noch... Entschuldigung! Oh Gott. Es wird echt noch häufiger vorkommen, dass ich mich an bestimmten Gegnern mehr oder weniger festbeißen muss. Habe ich so das Gefühl. Hier unten... Genau, hier unten war nämlich so einer... Komme ich an den hier irgendwie ran? Also um ihn von hinten zu erdolchen. Hier von hier aus schon mal nicht. Sieht er mich hier? Ich weiß nicht, wie aufmerksam diese Typen sind. Scheiße. So. Ja, das kriegt er nicht mit. Alles klar. Überraschung. Perfekt. So, jetzt kann ich mich zu dem rüber schwingen. Ohne dass es mitbekommt. Das sind halt die übelsten Ninjas, aber sie erkennen es nicht oder sie kriegen es nicht mit, wenn sich direkt hinter ihnen einer aufs Dach schwingt. So geht das. Jetzt kann ich nämlich auch an ihn unten ran. Ohne dass mich einer stört, oder? Wenn ich jetzt hier... Ja. Müsste gehen. Dafür sehen die mich jetzt. Aber das ist ja jetzt auch egal. Zack. Patsch, patsch, patsch. Bam. So, so geht das auch. Bam. Das war der. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt den Feuercracker hab. Aber egal. Und dank diesem Pfad des Lichts, ihr seht's, ich habe trotzdem noch volles Leben. Also fast voll, so ein ganz kleines winziges bisschen ist abgezogen, aber ansonsten habe ich nichts weiter verloren.
Ja, nice. Dann haben wir das jetzt, ja? Also, dann habe ich jetzt zumindest hier einen Weg gefunden, das halbwegs zuverlässig zu säubern. Das Problem ist halt, das ist halt echt eine fiese Stelle, ne? Wenn mich der Typ da oben, der schießt, nicht sieht, sehen mich, wenn ich den ausschalte, die da unten. Das ist ein bisschen eklig vom Spiel, aber was soll's. So. Da liegt noch was. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen erkunden hier, diese Gebäude. Hallo? Keramiksplitter, Alter. Ihr immer mit euren Scheiß. Das benutze ich fast nie. Sollte ich vielleicht mal. Wahrscheinlich muss man das hier, kann man das ja auch übelst geduldig spielen, weil sie Gegner so an Orte lenken, wo keiner guckt und. Ha. Waren wir da schon? Ja, waren wir. Das ist das Schlachtfeld mit Gyobu. Ich gucke hier die ganze Zeit nach solchen Federviechern da. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass man weiß, wo die hier sind, damit man die dann überraschen kann. Weil die sind echt fies, wenn sie einen erstmal entdeckt haben. Halt auch riesig. Ja, da oben ist einer. Seh, ne? Da drüben aber auch. Alter, zwei. Nein, nicht hoch. Kann ich mich hier drüben irgendwo hochziehen? Ja, aber dann. Da sieht er mich dann, ja. Das ist scheiße. Na gut. Patsch. Alter, zwei auf einmal ist unfair. Komm schon. Ich glaube, es sind nicht nur zwei, kann das sein? Quatsch. What the actual fuck war das Geheule? Alter. Was macht der da? Patsch, 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 patsch. Zurück. Bam. Alter. Ich hab ihn ungewollt umgangen. Er hat seine Waffe angezündet. Wie fies bist du denn? Kann nur der das oder können die das alle und haben es bisher noch nicht gemacht? Heieieiei. Na gut, aber wir kommen voran. Aber guck mal, da hinten, da geht's auch noch hin. Es. Was hat das zu sagen? Ist der hier auch? Nein. Was genau ist das da? Ein Blitzableiter oder was? Da ist auch einer. Kann ich die abschneiden? Da oben hockt einer. Ich bin halt übelst vorsichtig, weil die Typen, die sind echt nicht ohne. Hallo, hat er sich? Hat sich reingehangen. Oh Leute.
Alter. Hier halt erstmal die komplette Truppe hier. Alter. Alter, wie viele sind das? Alter, das überlebe ich nicht, das sind viel zu viele. Patsch. Stirb. Kann sie mit Buttonmashing tatsächlich umbringen, das geht. So ein kleines bisschen zumindest. Hi. Alter, wie bin ich denn da jetzt noch lebend rausgekommen, ey? Das war der Ishimonji. Alter, ich lebe halt echt immer noch. Was ist los mit mir? Sagt überhaupt die Zeit? Ich verliere mich ganz gerne in dem Spiel. Ich finde das halt echt geil. Es ist zwar mega stressig. Oh, Alter, da oben ist eine regelrechte Schatzkammer. Es ist halt aber auch echt geil, ne? Es ist mega stressig. Ich habe das Gefühl, alles in diesem Spiel hasst mich. Oh, hi. Dich gesehen. Kann ich den? Ich habe nicht zufällig die... Moment. Kann ich den manchmal mit hier mit Dings splittern weglocken? So hier? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Na gut, hi. What the fuck? Der hat sich gesuicide-bombt. Oha. Ah, nice. Eine Statue. Okay. Gut. Das ist gut. Sekunde. Schatztruhe mache ich gleich auf. Ich werde aber aus bestimmten Gründen jetzt nicht rasten. Ich will noch nicht, dass die wiederkommen, die anderen Typen da. Alter, wie geil das Spiel einfach ist. Kürbis, ja! Oh, Moment. Nicht rasten, aber Körpermerkmale. Ich habe 2 Gebetsperlen, okay. So, jetzt sind wir in der Burg drin. Hallo. Verzeihung, aber ich musste dein Leben nehmen. So, ich sehe gerade, ich habe 3 Fähigkeitspunkte. Dann könnte ich doch gleich mal gucken, was ich mir damit holen könnte. Das hier, oder? Der doppelte Ishimonji, der war eigentlich ganz geil. Holen wir uns. Was ist das hier noch? Fließendes Wasser reduziert den Schaden für die Haltung, wenn der Feind mit einem Schwert angreift. Stellt nach jedem erfolgreichen Todesstein... Ja, okay. Das hier könnte man noch machen, aber da brauche ich das hier erst dazu, ne? Ashina-Kreuz. Gewährt die Kampfkunst Ashina-Kreuz. Blitzschneller Schnellzug... Was? Schnellzug-Angriff. Und Geheimtechnik des Ashina-Stils. Verbraucht Geistembleme. Stellung... zu bewahren, gewährt sofortige Kontobereitschaft. Seine Stärke ist laut Ishinashina, dass es einem Shura den Arm... Was? Seine Stärke ist laut Ishinashina, dass es einem Shura den Arm kosten kann. Okay, also der fuchtelt da quasi mit dem Schwert dann so rum.
kannst du sagen. Mal ganz kurz. Nein, das wird nicht. Zack. Im Moment, wie führt man den aus, diesen Doppelten? Ich dachte, der macht den automatisch. Ich dachte, das wird dann ersetzt und der schlägt automatisch zweimal zu. Also, L1 plus R1 Ishimonji ist logisch. Stellt Haltung wieder her. L1, R1 halten, Wucht Ishimonji. Sammle deine Kraft für einen mächtigen Überkopfschlag. Stellt Haltung wieder her. Und R1 nach Ishimonji oder Wucht Ishimonji. Okay, also das heißt, so, das ist der normale. So, das ist der Wucht. Bam. Aber den kannst du echt selten einsetzen, glaube ich. Und dann so. Hä, nein. Hä, wie? Aber nee, das ist ein normaler Schlag. Wenn, also hier so. Ich dachte, der geht dann so richtig schnell hintereinander, so bam, bam. Das ist ein normaler. Oder vielleicht, wenn der Gegner getroffen wurde, vielleicht musst du erst den Gegner treffen, damit du den Folgeangriff ausführen kannst. Oha. Ist das hier solche? Da brauche ich mal die Laufrouten von denen. Keiner gehört. Das hier ist doch nochmal ein anderer, oder? Zuerst mal D. Hi. Willst du mal einen Wucht-Ishimonji sehen? Boah, ich hab eine arme alte Dame umgebracht. Ich Monster. Hi. Oh, Stichangriffe, hä? Alter, warum? Sieh mal, was hier passiert. Bombs! Bums. Au! Sackgesicht. Aber ich kann mich wieder herstellen. Bam! Bam, bam. Und tschüss. Ja, die greifen langsamer, bedachter an, haben langsameres Tempo. Ich glaube, alleine das kann einen als Spieler hier schon ordentlich aus dem Rhythmus bringen, weil du halt schnelle Angriffe erwartest, aber quasi langsame Angriffe bekommst. Du denn für einer? Ein Toter! Du bist ein toter Mann. Hi. Und du auch. Aber ihr habt sie echt schön eingerichtet, also das Blut müsste vielleicht mal jemand aufwischen, aber... Ansonsten, ja, hat Stil, sehr minimalistisch teilweise. Schöne Bilder hier, also diese verschiebbaren Wände, sehr schick, ja. Ah. Ich finde es hier gerade interessant, also es ist irgendwie wahnsinnig still hier drin, oder? Die Stille ist fast schon eine Musik für sich. Wow, wie poetisch. Nochmal Eisenschrott, ich müsste auch mal wieder zum Oh Gott, ich dachte hier schon, hier steht jetzt einer. Krasse Rüstung. Hier, komm, nimm dir das doch. Selbst wenn du es nicht benutzt, du kannst das Zeug verscherbeln. Mal kaputt machen.
Disrespect. Oha, au. Was haben wir denn hier? Das kann man also zum Fliehen nutzen, oder? Dass ich überhaupt bis hierher gekommen bin, ist mir ein absolutes Rätsel. Oh, hi. Kann ich ja einen von euch belauschen? Ich weiß nicht, die Frau, die macht, glaube ich, gar nichts, oder? Na, ich bring ihn um. Nein, ich hab doch... Alter, nein! Da kamen noch zwei. Okay, da konnte ich jetzt nichts mehr machen. Das ist natürlich schade. Aber gut, die Zeit ist eh wieder mal ran. Von daher würde ich an der Stelle schon mal sagen, hoffe, ihr hattet wieder ein klitzekleines bisschen Spaß mit mir. Ja, gucken wir uns doch jetzt einfach mal in dieser Ashina-Burg um. Ich würde sagen, das ist besser, als wenn ich jetzt auf Krampf die nächsten paar Folgen versuche, diesen Speertypen zu killen, obwohl ich vielleicht noch gar nicht die nötige Ausrüstung dafür habe. Ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr dann noch das nächste Mal hier wieder einschaltet. Bis dahin, haut rein!